Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie mit einer etwas anderen Sichtweise provozieren. Ohne die Markierung 2.0 geht es auch nicht. Was Besseres ist mir noch nicht eingefallen. Aber immerhin, für ein netzgerechtes Datenschutzrecht, das sagt doch schon einiges. Ich glaube, das wäre so die zentrale These, dass wir einige Grundbegriffe, von denen wir im Datenschutz ausgehen, ändern müssen, dass wir andere Bezugsgrößen brauchen. Und da muss man wirklich auch den Begriff Netzwerk der Netzwerke ernst nehmen. Dafür brauchen wir im Grunde andere Institutionen und auch ein anderes Rechtsdenken. Das bisherige Recht denkt sehr stark in Grenzbegriffen, wie ich das mal so nennen möchte, aus der Offline-Welt. Hier ist eben schon von Risiko gesprochen worden. Ich meine auch, dass man sehr viel stärker zunächst mal betonen muss, dass es hier nicht um scharfe Abgrenzungen zwischen Rechten auf der einen wie auf der anderen Seite geht oder Kompetenzen des Staates, wenn man den Staat und nicht nur die privaten hinzunimmt, sondern wir müssen davon ausgehen, dass das Datenschutzrecht zum Risikorecht gehört. Risikorecht bedeutet, dass wir anders als im bisherigen Ordnungsrecht, wo es um Schadensabwehr, um Störungen geht, nicht mit scharfen Unterscheidungen operieren können. Wir genau wissen, wenn eine Schadensgrenze überschritten wird, dann ist das auf jeden Fall rechtswidrig, weil wir ziemlich genau aufgrund von Erfahrung wissen, was passiert. Und zwar rechtswidrig sowohl im Hinblick auf die Betroffenen als auch im Hinblick auf den Handelnden, der eben in dieser Weise nicht handeln darf. Das ist beim Risikorecht ganz anders, und zwar überall, auch im Umweltrecht. Da tut sich sozusagen ein zweiter Bereich jenseits des Ordnungsrechts auf, der dadurch gekennzeichnet ist, dass wir nicht mit scharfen Unterscheidungen operieren können. Das heißt nicht, dass man Risiken ausschließen darf, nicht ausschließen darf, im Gegenteil, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass man hier Festlegungen trifft, die wesentlichen unter Ungewissheitsbedingungen erfolgen, weil man zunächst die Voraussetzungen nicht genau kennt. Man kennt aber auch die Folgen nicht genau. Und deshalb würde ich sagen, da geht es in erster Linie um Managemententscheidungen, denen man genau, soweit man Informationen hat, abschätzen muss. Vielleicht das Szenariobegriff ist schon genannt worden, was sich entwickeln könnte. Nicht, wenn wir das im Umweltschutz bedenken, wir wissen auch, man muss nicht Vorsorge leisten, aber wenn man Vorsorge leistet, dann muss man auch mit anderen Begriffen dort operieren. Das Bundesverwaltungsgericht hat zum Beispiel da das Konzept, die Vorstellung entwickelt, dass der Staat da ein Konzept entwickeln muss. Man kann nicht einfach sagen, das ist gefährlich, das darf nicht sein, sondern wenn es sich nicht um ganz gravierende Risiken handelt, sondern man muss ein Konzept entwickeln, sonst verwickelt man sich ganz leicht in Widersprüche, weil man nämlich zum Beispiel auch die Chancen, die mit einem bestimmten Szenario verbunden sind, nicht in Rechnung stellt. Das ist also das andere im Unterschied zum Schadensrecht. Und nach meiner Ansicht muss man das sehr stark auch im Internetrecht betonen. Und das bedeutet, man müsste sehr viel stärker nicht vom Einzelnen ausgehen, das möchte ich gleich nochmal etwas erläutern, sondern sehr viel stärker, das ist sozusagen das Netzwerkgerechte an diesem Denken, ein Verwendungszusammenhängen. Natürlich ist sehr vieles, was da alles an bedrohlichen Entwicklungen skizziert wird, realistisch. Gar keine Frage. Darum geht es nicht. Aber wir müssen uns genau auch darauf einstellen, auf diese Szenarien, auf die Möglichkeiten, die sich herausbilden können und nicht so ganz abstrakt, als ob wir uns im Schadensabwehrrecht befänden, uns auf die Position des Einzelnen befindet, der nur Bedrohungen sieht. Das heißt, man muss also den Verwendungszusammenhang im Netz berücksichtigen. Das würde bedeuten, dass man sehr viel stärker bei den einzelnen Knoten, um beim Netz zu bleiben, ansetzen muss. Wo werden da Verteilungen, wo werden Vorentscheidungen getroffen? Und da kann man sich dann überlegen, welche Perspektive brauchen wir dafür. Aber so einfach, wie das vor allem, habe ich jetzt falsche Richtung. Ja, also dieser Begriff informationelle Selbstbestimmung ist nach meiner Ansicht schon falsch gewählt. Der wird ja auch
über das Internet hinaus immer mehr außerhalb der elektronischen Kommunikation verwendet. Informationelle Selbstbestimmung in diesem Sinne kann es als abstrakten Begriff gar nicht gehen. Das ist in einer Gesellschaft gar nicht möglich. Man muss das, und das wird natürlich auch von denjenigen, die das so ins Spiel bringen, nicht so gesehen. Das wird dann alles mit sogenannten Abwägungen dann wieder korrigiert, die aber letzten Endes zu einer völligen Begriffslosigkeit führen. Meiner Ansicht muss man zunächst auch mal berücksichtigen, dass die Technik uns grundsätzlich verändert, dass wir sozusagen von einer Gleichzeitigkeit sozusagen von zerstreuter Individualität ausgehen müssen. Also das Individuum verändert sich und daraus ergibt sich eben eine ganz grundsätzliche Veränderung. Wir können nicht sozusagen das Individuum, ja, jetzt habe ich irgendwie die falsche Richtung, so, der Datenschutz, das wäre jetzt die These, die ist natürlich etwas vereinfacht und provokativ zugespitzt, müsste, um sozusagen schon mal einen Anschluss überhaupt an das geltende Recht zu haben, sehr viel stärker von dieser Vorstellung von einer Verfügung des Einzelnen über seine Daten abrücken und genauer überlegen, ob man das nicht wie geistiges Eigentum behandeln könnte, die Daten, um die es geht. Mit dem geistigen Eigentum verbinden wir gleich eine Einordnung, eine Vorstellung von einer Einordnung in einen Gebrauchszusammenhang, denn das geistige Eigentum ist ja gerade nicht dazu bestimmt, zu sagen, ungenutzt dem einzelnen Eigentümer zugeordnet zu werden, sondern verbraucht zu werden oder gebraucht zu werden. Und dafür haben wir eine bestimmte Ordnung, zum Beispiel im Urheberrecht. Und ich würde meinen, dass man die Modelle, das Modellvorstellung, natürlich ist das nicht dem urheberrechtlich geschützten geistigen Eigentum gleichzusetzen, aber als Vorstellung wäre das nach meiner Ansicht sehr viel sinnvoller, sich an das Eigentum im Netzwerk sozusagen anzuschließen, zu überlegen, was für eine Eigentumsordnung brauchen wir eigentlich und nicht so sehr von dieser nach meiner Ansicht irreführenden Vorstellung des Individuums als einer fixen Größe. Das Individuum, das über seine Daten verfügt, auszugehen, das führt nach meiner Ansicht in die Irre. Da müssen wir also davon ausgehen, dass die Daten sozusagen gelockert nur noch zugeordnet sind zum Einzelnen. Und man sollte jetzt überlegen, wie kann man dafür eine angemessene Lösung finden. Und ein Stichwort wäre jetzt dafür, zum Beispiel sich zu überlegen, ob man das Recht des Individuums nicht entsprechend diese Analogie zum Urheberrecht mit einer bestimmten Lizenzierungsmöglichkeit verknüpfen sollte. Dass das einzelne Individuum das Recht hat, sondern darüber zu entscheiden, wenn dafür eine Kompensation, das muss ja nicht eine finanzielle sein, das können auch andere Vorteile sein, von den Netzbetreibern geleistet wird. Das steht nochmal, das kann ich jetzt nur so etwas knapp sagen. Also ich glaube, dass das ganze Datenschutzrecht, auch das Internetrecht insgesamt, Internetrecht würde ich sagen, nicht die Medientheorie, den Besonderheiten des Mediums Internet nur unzulänglich gerecht wird. Ich möchte da nur so als ein ja, Name-Dropping sozusagen Friedrich Kittler erwähnen, der davon ausgehend, das scheint mir auch für die Rechtswissenschaft ein produktiver Gedanke zu sein, dass wir vom Individuum zwar nicht mehr als einer festen Größe ausgehen, sondern dass wir berücksichtigen müssen, dass im Netz das Individuum sozusagen von vornherein nicht sozusagen dem von außen ein Objekt entgegentritt, sondern dass es in Verbindung mit Objekten, mit Technologien und mit Informationsformaten stehen, die sozusagen das Individuum selbst verändern. Und dass eine Konsequenz dessen ist, dass wir nicht mehr so genau unterscheiden können, sind das sozusagen die Informationen des Individuums, sind das Informationen, die frei verfügbar sind, wer darf darüber verfügen, darf der Netzbetreiber sie verfügen. Das ist alles, wird unklar durch die Veränderungen, die mit dem Internet einhergehen. Deshalb so die These, bedarf es einer Verkehrsordnung, die nicht vom Persönlichkeitsschutz her gedacht werden kann. Das wäre nach meiner Ansicht also schon von vornherein irreführend.
Das geistige Eigentum zum Beispiel wäre eine bessere Verknüpfungsmöglichkeit. Deshalb diese Anknüpfung an das Urheberrecht, weil wir da schon mehr von dieser Verknüpfung sozusagen zwischen kollektiven und individuellen Elementen eines Rechts haben, als das beim Persönlichkeitsrecht der Fall ist, wo wir immer in der Konfrontation denken, Persönlichkeitsrecht auf der einen Seite, Eingriffe des Staates auf der anderen Seite oder Kollision mit einer anderen Persönlichkeit und so weiter. Hier hätten wir so einen Anknüpfungspunkt und da, das ist natürlich jetzt etwas provozierend und auch nicht so ganz ernst gemeint, aber im Urheberrecht haben wir im Grunde so ein kollektives Moment, der einzelne Urheber kann faktisch in vielen Bereichen bei Musikwerken ja gar nicht von seinem Urheberrecht Gebrauch machen, wenn das nicht irgendwie kollektiv organisiert wird, weil er sonst ja die Nutzung gar nicht überschauen könnte. Und nach meiner Ansicht wäre das eine denkbare Möglichkeit. Ich glaube, wir werden das in kurzer Zeit sehen, dass es eine Illusion ist, auch ein neues Recht nach dem bisherigen Typus für das Internet und für den Datenschutz insbesondere zu erzeugen. Das Recht wird immer hinterherlaufen oder in schwierige Konstellationen geraten. Nach meiner Ansicht muss das durch Selbstorganisation kompensiert werden, was durch relativ starre Normen, auch durch Abwägungsformeln, nicht gewährleistet werden kann. Und da zunächst mal nur als eine Analogie, die GEMA als kollektive Organisation, wäre das nicht eine Möglichkeit, dass man meinetwegen auch jetzt provoziert durch eine Entwicklung, wie sie bei Facebook zu sehen, die User sozusagen müssen sich selbst organisieren, müssen sozusagen ihre Daten kollektiv in die Hand nehmen und dann versuchen, mit den Netzbetreibern über Regeln zu sprechen. Die Regeln können ganz unterschiedlich sein. Da schließt man eben mit der einen Gruppe diese Vereinbarung, dass etwas so genutzt wird, mit der anderen schließt man eine andere Vereinbarung. Das könnten also sozusagen Information Broker sein, die diesen Zusammenhang herstellen. Das setzt natürlich voraus, dass die User sich auch mehr dafür interessieren und darauf muss man eigentlich setzen, dass das irgendwann passiert. Und wenn es nicht passiert, dann haben wir sowieso keine Chance, dass sich da etwas verändert. Das wäre also so eine Möglichkeit, das zu provozieren. Man könnte das auch unterstützen durch vielleicht finanzielle Anreize, dass sich solche Gruppen bilden. Und dann könnten sich daraus, und da haben wir so eine Analogie auch zu anderen Rechtsbereichen, in denen unter Komplexität gehandelt wird, nirgendwo finden Sie da heute noch Gesetze, das wird alles über privat-öffentliche Kooperation gemacht. Oder wenn man an das Privatrecht denkt, und ich denke natürlich jetzt in erster Linie auch an private Konstellationen, nicht an Eingriffe des Staates, wenn wir mal an das Privatrecht der transnationalen Geschäftsbeziehungen denken, da spielt das staatliche Recht praktisch überhaupt keine Rolle mehr. Das ist alles selbstorganisiertes Recht und so etwas ähnlich. Das ist sozusagen das neue Paradigma. So etwas müssten wir auch für das Internet und vor allem für den Datenschutz im Internet haben. Eine Alternative dazu sehe ich nicht, weil die Grenzen eben so verschwommen sind inzwischen, dass wir mit solchen Ordnungsbegriffen wie in der Vergangenheit gar nicht mehr weiterkommen. Ich will das mal an einem Beispiel denken, wie sich so grundlegende Beziehungen verändern. Das könnte man jetzt auf den Staat auch übertragen. Nicht früher haben wir gesehen, der Staat, die Unternehmen sind frei in der Marktforschung, keine weitgehend jedenfalls keine Begrenzung durch irgendwelche Rechte, weil es keinen Bezug hat auf die Individuum, auf das einzelne Individuum. Jetzt haben wir die Möglichkeit, individuelle Nutzerprofile zu erstellen oder man kann das blockieren. Da haben wir so einen Fall eines Risikos. Man kann jetzt nicht sagen, das eine muss unbedingt vorgezogen werden, die Blockierung der Marktforschung, denn das führt ja auch dazu, dass Produkte weiterentwickelt werden oder umgekehrt zu sagen, individuelle Nutzerprofile sind völlig unproblematisch. Man muss das eben vor diesem Hintergrund sehen, dass sich die Konstellation verändert hat und jetzt entsteht so eine Hybridisierung. Die Unternehmen sind ja auch nicht daran interessiert, so ein Profil des Einzelnen zu erstellen, was immer so als
Mythos entwickelt wird, sondern bestimmte Typen zu entwickeln und das auf den Einzelnen wieder zu beziehen durch personalisierte Werbung und so weiter. Aber das muss man in den Vordergrund stellen und nicht die Frage, ob das einzelne Individuum nun gerne hätte, dass eine einzelne Entscheidung, das Kaufen irgendeines Produkts im Internet, ob das registriert wird oder nicht, sondern wir müssen diese Verkehrsordnung stärker in den Blick nehmen. Das heißt also nochmal, die bisherigen, das ist ganz typisch eigentlich für das Internet, dass die Grenzen sozusagen zwischen Allgemeinem und Individuellem fließend werden. Wir haben also überall solche hybriden Begriffsbildungen. Etwas wird individuell, also die einzelne Person wird beobachtet und dann wird es wieder auf eine allgemeine Typisierung bestimmte Bedarfsgruppen bezogen. Das ist eigentlich typisch, während es früher relativ scharf getrennt war. Das eine ist das Individuelle, das andere ist das Allgemeine. Dafür kann man aber eben keine stabilen Rechtsregeln formulieren. Stattdessen wäre ich auch hier dafür, genauer zu fragen, ob man dafür nicht Verhandlungslösungen finden kann, die zum Beispiel ja auch darin bestehen können, dass selbstorganisierte Information Broker, wie ich es mal so genannt habe, dass sie einen stärkeren Einblick bekommen in das, was die Unternehmen zum Beispiel mit den Daten machen. Denn auch da können wir ja mit dieser individuellen Konfrontation, der Einzelne schützt seine Daten und er schützt sich auch gegenüber dem Unternehmen im Einzelfall. Damit kommen wir ja nicht weit. Die meisten von uns sind ja am Datenschutz interessiert. Ich natürlich auch. Ich muss zugeben, dass ich noch nie mir die Datenschutznormen eines Unternehmens angeschaut habe, bei dem ich was gekauft habe. Und ich finde das auch eigentlich überflüssig oder jedenfalls überkomplex für eine einfache Entscheidung. Trotzdem wäre ich durchaus interessiert, wenn eine Gruppe, die da eine besondere Expertise hat, sich darum kümmern würde und sagen würde, da ist dies oder jenes Risiko und da machen die dies oder jenes damit. Also, das müsste letzten Endes auch wieder auf eine kollektiv individuelle Form, also letzten Endes auch so eine paradoxe hybride Form gebracht werden. Ein institutionelles Moment möchte ich in einer Minute noch zusammenfassen. Das war eine Lieblingsidee von mir. Also neben dieser kollektiven Selbstorganisation von Datenschutz, Cybercourts. Was ist das? Wir brauchten eigentlich in allen diesen Netzwerken, in denen irgendwas verkauft oder transferiert wird, brauchten wir im Grunde eine Regelung über private Cybercourts, die könnten nach einem ganz einfachen Verfahren funktionieren. Alles muss über E-Mails abgehandelt werden, keine natürliche Kommunikation. Und darüber könnte man so ähnlich, auch hier wieder die Analogie zum transnationalen Privatrecht, da haben wir auch solche Schiedsgerichte und keine staatlichen Gerichte praktisch. Da könnte man sich vorstellen, dass über solche Cybercourts, an die man sich wendet, in solchen Konflikten um Datenverarbeitung bei Facebook zum Beispiel, dass man sich da anwendet und dass sie eine Entscheidung treffen und dass auf dieser Grundlage dann so allmählich sich Normen herausbilden, ja, und so ein Netzwerk von Entscheidungen, die dann wieder stabilisiert werden, wie über Konventionen und so weiter. Also, nach meiner Ansicht wären das so zwei Konkretisierungen, nicht einmal Selbstorganisation, Information Brokers, andererseits Cybercourts. Dazu wäre natürlich noch einiges zu sagen, aber die Zeit reicht dafür nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.